und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen super leckeren Kuchen. Der ist einfach gemacht. Der ist super lecker, der passt in den Frühling, denn es hat Rhabarber drin und ich liebe ja Rhabarber. Aber auf jeden Fall mache ich den Kuchen aus Quarkölteig. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn Quarkölteig, bitte schön? Und zwar ist es der Fake-Hefeteig. Das bedeutet also, dieser Teig braucht keine Aufgehzeit, so wie beim Hefeteig, sondern der wird einfach gemacht. Der Kuchen wird fertiggestellt und dann kommt das Ganze in den Backofen und der geht dann im Ofen auf. Also super praktisch, weil er wirklich für ungeduldige Leute ist oder für welche, die nicht so viel Zeit haben. Und deshalb finde ich diesen Teig super und vor allem schmeckt er auch noch so ähnlich wie Hefeteig. Der ist sehr vielseitig verwendbar, also das Grundrezept könnt ihr auch für andere Rezepte verwenden. Und was ich heute auch noch mache, ich mache leckere Streusel oben drauf auf den Rhabarber-Quarkölteigkuchen. Und die sind auch total lecker und wie immer ist das Ganze ja ein bisschen gesünder angehaucht. Aber genug geredet, ihr seht ja gleich im Rezept, wie das alles funktioniert. Und deshalb würde ich sagen, lege ich mal los. Für unseren Rhabarber-Streuselkuchen brauchen wir natürlich Rhabarber und ich liebe ja Rhabarber. Diesen säuerlichen Geschmack finde ich super im Kuchen. Und da gibt es einen Tipp und zwar, wenn ihr Rhabarber kauft, ganz am Anfang der Saison, dann müsst ihr den nicht unbedingt schälen. Aber wenn ihr das gegen Ende der Saison kauft, dann würde ich euch empfehlen, ihn immer zu schälen. Also jetzt versuchen wir den einfach mal zu schneiden, weil der ist ja jetzt frisch, es ist ja Anfang Rhabarber-Saison. Wenn ihr den Rhabarber trotzdem schälen möchtet, dann macht ihr das folgendermaßen. Und zwar schneidet ihr hier das Endstück einfach ab. Und dann geht ihr hier mit dem Messer lang. Und dann könnt ihr das ganz einfach so abziehen. Nachdem ich den Rhabarber klein geschnitten habe, gebe ich noch ein bisschen Natron darüber und vermische das Ganze, ungefähr einen halben Teelöffel. Und das bewirkt, dass der Rhabarber nicht mehr so sauer ist, also das neutralisiert das Ganze ein bisschen. Und der Vorteil ist natürlich wiederum, ich muss nicht so viel Zucker hinzufügen, dass der Kuchen ja wieder süßer wird und ich die Säure praktisch ausgleichen muss. Das ist ein super Trick, um also Zucker zu sparen. So, jetzt gebe ich noch einen Esslöffel Kokosblütenzucker hinzu, denn das bewirkt, dass der Rhabarber ein bisschen saftet und damit es auch ein bisschen süß wird, also einziehen kann. Und in der Zwischenzeit mache ich dann weiter mit dem Teig und das kann dann in Ruhe warten. So, jetzt geht es weiter mit den Streuseln und die mache ich wirklich auf gesündere Weise. Denn normalerweise werden ja Streuseln aus Butter, viel Zucker und Mehl gemacht und das ersetze ich jetzt durch gesündere Zutaten. Und zwar habe ich hier Haferflocken und die müssen als allererstes zu Mehl fein gemahlen werden. Und das mache ich im ganz normalen Standmixer. Da braucht ihr auch nicht einen mit mega viel Power. Das schafft auch ein ganz, ganz günstiger. Das Hafermehl, das gebe ich jetzt hier zu meinen gemahlenen Mandeln. Ihr könntet zum Beispiel auch gemahlene Haselnüsse verwenden, das schmeckt auch sehr lecker. Oder zum Beispiel auch gemahlene Cashewkerne, das würde auch super lecker schmecken. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kokosraspeln, ich liebe ja Kokos. Und da gebe ich noch ein bisschen was davon dazu, damit ich ein bisschen Kokosgeschmack erhalte. Da könnt ihr mehr dazu geben oder weniger, wie ihr möchtet. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Fett und zwar statt der üblichen Butter verwende ich heute Kokosöl und das schmeckt auch super. Ihr könnt da entweder Bio-Kokosöl verwenden, natives, das hat dann einen Kokosgeschmack, oder das gedämpfte Kokosöl und das hat dann gar keinen Kokosgeschmack mehr. Jetzt süße ich das Ganze noch und zwar nehme ich einen Esslöffel Ahornsirup. Ihr könntet zum Beispiel auch Reissirup verwenden oder irgendeine Süße, am besten die, die flüssig ist. Die Streuselmasse ist genau richtig, wenn sich so ein Klumpen bildet. Wenn das nicht der Fall ist und es bei euch noch zu krümelig, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen Kokosöl dazu. Jetzt geht es weiter mit dem Teig und der ist wirklich einfach gemacht. Die trockenen Zutaten kommen in die Schüssel, werden kurz miteinander verrührt. Dann kommen die nassen Zutaten dazu, alles mit der Hand verkneten, bis ein Teig entsteht und dann ist er auch schon fertig. Als erstes gebe ich mein Mehl in die Schüssel und ich habe jetzt hier Dinkelmehl und zwar Dinkeltyp 630. Ihr könnt zum Beispiel auch 1050 verwenden, das eignet sich auch sehr gut. Dann kommt ein halbes Päckchen Backpulver dazu, eine Prise Salz
100 Gramm Magerquark, 4 Esslöffel Öl und 4 Esslöffel Milch. Und ihr könnt zum Beispiel geschmolzenes Kokosöl verwenden oder ich verwende jetzt hier Rapsöl. Und dann könnt ihr natürlich die Milch wählen, die ihr gerne habt, sei es normale Milch oder pflanzliche. Und für einen guten Geschmack gebe ich noch ein bisschen Tonkabohnen dazu. Und Zucker kommt natürlich auch noch dazu, das habe ich jetzt total vergessen. Und zwar habe ich jetzt hier Kokosblütenzucker. So, wenn der Teig zusammengeknetet ist und der einigermaßen zusammenhält, dann nehmt ihr euch hier eine Springform eurer Wahl. Ich habe jetzt hier eine runde gewählt mit 26 cm Durchmesser, habt die mit Backpapier unten ausgekleidet und jetzt werde ich den Teig einfach ein bisschen flach drücken. Und so kommt der Kuchen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für ca. 15 bis 20 Minuten. So, mein Kuchen ist jetzt fertig gebacken und es duftet jetzt herrlich und ich finde, es schmeckt am allerbesten, wenn es noch leicht warm ist. Und es erinnert wirklich ein bisschen an Hefeteig und wie ihr gesehen habt, total schnell gemacht, ohne Wartezeit, auch gesünder sogar gestaltet. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wer jetzt von euch sagt, ja gut, Rhabarber mag ich nicht so gerne, kein Problem, dann macht das Ganze mit Äpfeln oder im Herbst mit Zwetschgen, mit Pflaumen. Also da seid ihr frei und ihr könnt das auswählen, was ihr gerne habt. Unbedingt mal ausprobieren, ist super lecker. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wenn ihr es nachmacht, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Foto schickt. Und das geht am einfachsten über Instagram. Und da benutzt ihr am besten den Hashtag FrauJannik. Dann kann ich das nämlich sehen. Die Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujannik.com. Da habe ich nochmal alles ganz genau für euch aufgeschrieben mit den ganzen Tipps und Tricks. So, ich gehe jetzt hier Kuchen essen, denn es duftet so gut. Ich muss jetzt unbedingt probieren. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.